Bitten dann die Leute die Kirche mal, dass wir wenigstens ein bisschen Geld zusammenkratzen. So peu à peu. Die Regenzeit ist vorüber. Alles klar. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Kann ich den Steinmetz nicht einstellen? Doch, kann ich. So, kassieren wir ein bisschen Geld aus der Kollekte. Dum, 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 dum. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis 6 Lederklamotten hergestellt wurden. 2. Und. Dieser Titel wird meinem Ansehen zugutekommen. Ein Besenmacher und ein Seifenmacher erstmal. Dann könnte ich einfach hier eine Straße ziehen. Auf jeden Fall diese Straße etwas enger ziehen. So. Ich werde jetzt hier hinten rum eine Straße ziehen. Nein, da passt kein Besenmacher hin, also muss ich sie etwas breiter machen. An der Seite breiter machen. Da passt immer noch kein Besen- oder Seifenmacher hin. Nee. Jetzt sollte da einer hinpassen. Besenmacher, oder? Ja. Wie ihr wünscht. Alles klar. So, jetzt müssen wir wieder auf Holz warten. Nebenbei, ich habe diese Holzfäller bitte noch gar nicht ausgebaut. Ah. Alles klar.
alles klar. Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Dann holen wir uns von dem anderen Siedlung nochmal Tribut. Vielleicht kommt irgendwas Schickes bei raus. So, hier können wir auch noch ein Abteil machen. Eine Bäckerei errichten. Was ist eine Bäckerei? Ja, es war eine Bäckerei. Aber erst einmal die Holzfällerhütte upgraden. Für Hidun, entrichtet euren Tribut. Okay, Holz. Schon unterwegs. Ja, da drüben war eine Mauer. Gut. Schon unterwegs. Verstanden. Alles klar. Was gab es eigentlich hier in dem? Ah, das werden wir ja sehen, wenn der Karren durchfährt. Der nimmt ja den Weg hier. Gab es hier irgendwas Besonderes? Außer viel, viel nichts? Ein Schaf. Nur ein Schaf. Oder sind die anderen Schafe hier irgendwo im Dschungel versteckt? Verstanden. Was würde es mich kosten? 500, okay. Verstanden. Ah, ich habe 500. Das heißt, ich kann das Gebiet erstmal. Und ich wollte noch eine Bäckerei. So. Dann sobald ich das Territorium besetzt habe, noch die Gerberei. Für das Territorium brauche ich aber erstmal das nötige Holz. Auf euren Befehl! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. Jawohl. So, mein Holzfäller. Und die Weckerei. Ja, okay, das Schiff ist nicht erreichbar. Das ist wirklich nur Zierte. Jawohl. Verstanden. Wenn ich dann wieder 250 Gold zusammen habe, kann ich den Steinbruch auffüllen. Ich habe halt keine Ahnung, ob an der Stelle, weil es zwei Jagdgebiete sind, zwei Jäger nicht ein bisschen übertrieben wäre. Aber machen wir es trotzdem.
Jawohl. So, jetzt können wir den Steinbruch. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Verstanden. Mal auffüllen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Dafür ist doch der Geologe schon unterwegs. Da. Also Nahrung sollte kein Problem sein. Kleidung ist jetzt das nächste Thema. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Okay, das hat sich gelohnt. Sogar so sehr, dass ich das Ding ausbauen kann. So, einfach mal ein bisschen Struktur und so in die Stadt bringen. So, das heißt, wir können keine Gerberei, weil das Siedlerlimit erreicht ist. Supi. Das heißt, wir müssen auf 20 Steine und 150 Gold warten für die Kirche. Das Gold haben wir schon mal zusammen, das ist gut. Die Steine werden ja auch peu à peu kommen. Wie ihr wünscht. Ich könnte eigentlich einfach einmal voll durch das Banditenlager heizen. Und gucken, was dahinter liegt. Sofort. Oder um das Banditenlager herum. Könnte vielleicht auch noch klappen. Hier hinten, so außenrum. Schon unterwegs. Ei. Verstanden. Verstanden. Ja, einmal durch wäre... Alles klar. Danke, Selbstmord gewesen. Ich werde angegriffen. Ei. Verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Ziemlich voller Steinbruch wäre ich hier. Wie ihr wünscht. Okay, dann bringen wir Saraya noch wieder raus und dann speichern wir, sobald sie wieder in unserer Stadt ist, auf unserem Marktplatz. Wie ihr wünscht. Sofort. 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 Alles klar. Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs. Ei. Alles klar. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. So, die Kirche wird ausgebaut. Gut. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, das war klar, dass das nicht ewig hält. Aber besser als nichts. So. Wir haben den Gerber in Auftrag gegeben. Wir haben den Ausbau der
Jäger in Auftrag gegeben. Das heißt, wir können jetzt speichern. Den Spielstand, den lösche ich mal. Der war ein Versehen. Den da würde ich gerne überspeichern. Also so, Let's Play. So. Dumm wie dumm. Und da gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.